Nanu? Nanu? Ihr seid ja alle da. Hallo, Kinder. Ich bin der Drachenpapa. Na? Ihr seid die Kinder. Wollt ihr eine Geschichte hören? Ah, immer diese Geschichten. Ihr wisst ja, am liebsten mag ich Geschichten, in denen Drachen vorkommen. Drachen! Mit Flügeln und Schuppen, die Feuer speien. Ja, solche Geschichten sind die schönsten. Manchmal, wenn ich hier auf meinem Turm sitze, dann erinnere ich mich zurück an die vielen Drachengeschichten, die ich schon gehört habe. Naja, was sagt ihr? Ich soll endlich mit der Geschichte loslegen? Werdet ihr erstmal so alt wie der Drachenpapa? Na gut, welche Geschichte soll ich euch heute erzählen? Vielleicht die Geschichte vom Lindwurm von Lambton. Der Lindwurm. Nein, ich fang anders an. Vor vielen, vielen Jahren führte der junge Erbe von Lambton ein leichtsinniges und wüstes Leben. Er kümmerte sich weder um Gott noch um die Menschen und ging am Sonntagmorgen viel lieber auf den Fischfang als zur heiligen Messe. So war es eines Sonntags wieder damit beschäftigt, seine Angelrute in den Wehrfluss zu werfen. Als er das mehrmals und ohne Erfolg getan hatte, begann er vor Wut heftig zu fluchen. Das erregte Ärgernis unter seinen Pächtern und Knechten, die gerade vorbeikamen, denn sie waren alle auf dem Wege nach der Kapelle von Brudgeford begriffen. Gleich darauf spürte er, dass etwas an seiner Angel zog. Und in der Hoffnung, dass er endlich einen großen, schönen Fisch gefangen habe, wendete er all seine Kraft und Geschicklichkeit daran, seine Beute herauszuziehen. Was auch immer das bedeuten mag bei einem Menschen. Nicht so viel Kraft wie ein Drache haben würde. Was sagt ihr? Ich soll weitererzählen, na gut. Wo war ich? Seine Beute herauszuziehen. Wie groß war seine Enttäuschung und sein Entsetzen, als er anstatt eines Fisches einen scheußlichen Lindwurm zu seinen Füßen sah. Rasch riss er das Untier vom Angelhaken los und warf es in einen Brunnen in seiner Nähe. Der heißt Lindwurmbrunnen bis auf den heutigen Tag. Aber das kommt noch. Denn kaum hatte der junge Erbe seine Angel wieder in den Strom geworfen, als ein Fremdling von sehr ehrwürdigem Aussehen vorbeikam. Er fragte ihn, ob er reichlichen Fang getan habe. Darauf antwortete der junge Lord, »Ich glaube wirklich, ich habe den Teufel in höchsteigener Person gefangen.« »Schau dort in den Brunnen hinein und überzeug dich selbst!« Der Fremdling blickte hinein und sagte, dass er nie in seinem Leben etwas Ähnliches gesehen hatte. »Es sehe einer Eidechse ähnlich. Was für eine Beleidigung!«
Habe aber an jeder Seite des Rachens 9 Öffnungen. Dann fügte er hinzu, er fürchte sehr, das bedeute nichts Gutes. Unbeachtet blieb der Lindwurm in dem Brunnen, der dem täglich größer werdenden Ungetüm, hier sollte eigentlich Schöngetüm stehen, bald zu eng wurde. Es kroch hervor und war von nun ab tagsüber im Wehr. In der Mitte desselben befand sich ein Felsen und dort lag er zusammengerollt da. Des Nachts aber kroch der Lindwurm zu einem Berge, der sich in der Nähe befand. Er wurde immer größer und größer, so dass er bald den Berg 3-mal umkringen konnte, wie ich meinen Turm. Der Berg heißt Lindwurmberg, bis auf den heutigen Tag. Er ist von länglicher Form und ungefähr 1,5 Meile vom Lampenschloss entfernt. Keine Strecke für einen Drachen oder einen Lindwurm. Bald war das Ungetüm der Schrecken des ganzen Landes. Es sog den Kühen die Milch aus. Er würgte das Vieh, verschlang die Lämmer und plünderte die hilflosen Bauern in jeder Weise. Nachdem es das linke Ufer des Stroms vollständig verwüstet hatte, kam es auf das rechte Ufer hinüber, in die Nähe des Schlosses Lambton. Dort lebte der alte Lord, allein und verlassen. Sein Sohn hatte endlich über sein wüstes Leben Reue empfunden und in den fernen Ländern Kriegsdienste genommen. Als die Bewohner des Schlosses vernahmen, dass ihr Feind nahe, versammelten sie sich, erschreckt, auf dem Burgplatz und hielten Rat. Der eine sprach dies, der andere jenes. Endlich riet der Verwalter, ein alter, erfahrener Mann, alt für einen Menschen. Man solle den großen Trog im Hofe unverzüglich mit Milch füllen. Das geschah. Das Ungeheuer kam und trank die Milch aus. Dann kehrte es, ohne jemandem etwas zuleide zu tun, in den Fluss und von da zu dem Berge zurück. Am nächsten Tage kam der Lindwurm wieder. Eiligst füllte man den Trog mit Milch. Und er trank ihn von neuem leer. Die Milch von 9 Kühen war nötig, um den Trog zu füllen. Regelmäßig kam nun das Ungetüm und ging ruhig wieder davon, nachdem es den Trog geleert hatte. Nur wenn derselbe nicht ganz voll war, dann geriet es in eine furchtbare Wut, schlang seinen Schweif um die Bäume im Park und entwurzelte sie. Die Schreckenskunde von dem Untier hatte sich über das ganze Land verbreitet und manch tapferer Ritter hatte den Kampf mit dem Ungeheuer aufgenommen. Aber vergebens, denn wenn es selbst in 2 gehauen wurde, so wuchsen die Teile immer wieder zusammen. Umsonst wurden so viele Menschenleben geopfert. Das Untier blieb doch im ungestörten Besitze des Berges und seiner nächsten Umgebung. Nach 7 langen Jahren kehrte der Erbe von Lambton in seine Heimat zurück. Durch mancherlei Erfahrungen gewitzigt und verbessert. Das Land seiner Väter war verwüstet. Seine Leute beinahe zugrunde gerichtet. Der Vater, von Kummer und Sorge gebeugt, stand mit einem Fuß im Grabe. Der junge Lord gönnte sich keine Ruhe. Er setzte über den Strom und betrachtete den Lindwurm, der, wie immer, um den Hügel gerollt dalag. Als er hörte,
wie es den anderen Rittern im Kampf mit dem Untier gegangen war, holte er sich bei einer Wahrsagerin Rat mit einer großen Kugel. Diese schalt ihn zunächst in heftiger Weise, dass er diese Geißel über sein Haus und das ganze Land gebracht hatte, denn ja, der Erbe war ja auch der Fischer gewesen, der diesen Lindwurm erst aus dem See, aus dem Wehr, zurück in den Brunnen geschmissen hatte. Auf jeden Fall schalt sie ihn. Aber als sie sah, welch tiefe Reue er empfand und dass er um jeden Preis das Land von dem selbst verschuldeten Übel befreien wollte, da gab sie ihm Rat und Weisung. Er sollte seine beste Rüstung dicht mit Lanzenspitzen besetzen lassen und sie anlegen. Dann sollte er sich auf den Felsen mitten im Strome begeben. Mitten im Strome des Wehrs. Und dort im Vertrauen auf sein gutes Schwert und auf die gütige Vorsehung den Feind erwarten. Aber bevor er in den Kampf zog, musste er schwören, dass er im Falle seines Sieges das erste lebende Wesen, das ihm auf dem Heimwege begegnet, töten würde. Wenn er diesen Schwur nicht erfüllte, dann würden 9 Geschlechter hindurch kein Lord von Lambton eines natürlichen Todes sterben, also nicht alt werden. Der junge Lord leistete den feierlichen Eid in der Kapelle zu Bridgeford. Dann legte er die Rüstung an, welche ganz mit Lanzenspitzen besetzt war, und begab sich mit gezogenem Schwerte auf den Felsen im Wehr. Um die gewohnte Stunde rollte sich der Lindwurm auf und nahm seinen Weg zum Schlosse. Als er an dem Felsen vorbeikam, auf welchem der Ritter seiner harrte, da versetzte ihm dieser einen wuchtigen Hieb auf den Kopf. Wütend, wenn auch unverletzt. So ist es ja nun mal mit einem Lindwurm, der hat ja überall Schuppen. Wütend, wenn auch unverletzt, schlang das Ungeheuer seinen Schweif um ihn zu erwürgen. Nun sah der Ritter, wie wertvoll der Rat der Wahrsagerin war. Je enger das Ungetüm ihn umschlang, desto mehr tödliche Wunden brachte es sich selbst bei. Bald war der Fluss von seinem Blute rot gefärbt, da das Ungeheuer infolge der schlimmen Verletzungen des Blutverlustes immer schwächer wurde, gelang es dem Ritter endlich, es in 2 Hälften zu spalten. Diesmal war es aber dem Lindwurm unmöglich, wieder zusammenzuwachsen, denn die heftige Strömung riss gleich die eine Hälfte mit sich fort. So wurde das Land von dem Ungetüme befreit. Während des langen, verzweifelten Kampfes beteten sämtliche Bewohner des Schlosses für den jungen Lord. Er hatte versprochen, wenn er als Sieger aus dem Kampf hervorgehe, in sein Horn zu stoßen. Das sollte seinem Vater künden, dass er außer Gefahr sei und dass sein Lieblingshund losgelassen werde. Der sollte der Weisungen der Wahrsagerin und dem Schwure des Ritters gemäß das Opfer sein. Als aber das Horn ertönte, da vergaß der alte Lord alles. Er wusste nur, dass sein Sohn außer Gefahr sei, und er stürzte hinaus dem jungen Helden entgegen, um ihn zu umarmen. Wie vom Blitze getroffen, stand der Erbe von Lambton da. Was sollte er tun? Er konnte unmöglich die Hand gegen den Vater erheben. Wie sollte er nun seinen Schwur erfüllen? In seiner Bestürzung stieß er noch einmal ins Horn. Der Hund wurde losgelassen und sprang zu seinem Herrn. Und dieser stieß ihm das Schwert, das noch von dem Blute des Ungetüms rauchte, ins Herz. Aber vergebens. Der Schwur war gebrochen und der Ausspruch der Wahrsagerin ging in Erfüllung. 9 Geschlechter hindurch lastete der Fluch auf der Familie Lambton. Und woher ich diese Geschichte weiß? Ach, das hat mir ein befreundeter
Drache erzählt. Ein Drache aus England. Lambton liegt nämlich in England. Und Bradford ist auch dort. Ja, so geht es einer Familie. Einem Rittergeschlecht damals. Zur Zeit von Burgen und Türmen. Von Rittern, Burgfräuleins und von Drachen. Hätte er mal seinen Schwur gehalten. Oder hätte er den armen Lindwurm niemals aus dem Flusse gezogen. Ja. Was sagt ihr? Ihr wollt keine weitere Geschichte hören? Na, das dachte ich mir. Die Geschichte ist ja lang genug gewesen. Außerdem gehe ich jetzt bald wieder auf meinem Turm zum Schlafen. Die Sonne steht auch schon tief, hier im Drachenland. Und darum wird es Zeit, dass ich jetzt ein Nickerchen halte. Gute Nacht, Kinder.